Moin, willkommen zum Unboxing-Video vom neuen Elephone P3000S. Das neue Elephone P3000S wurde netterweise vom GearBest Online-Shop gestellt und den Produktlink dazu findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. So, fangen wir erstmal an. Das Elephone P3000S, die neue Version mit dem MT6752er drin, ist jetzt gerade rausgekommen. Das Gerät hat neben der Neuerung des neuen Socks auch noch 1 GB RAM mehr, sprich das ganze Ding hat jetzt 3 GB RAM. Den MT6752 und das hört sich schon mal ziemlich gut an. So, gucken wir das mal an. Das Elephone P3000S wird in dieser weißen Box geliefert. Keine großartigen schönen Accessoires oder sowas da drauf. Ganz relativ schlicht gehalten. Hier an der Seite haben wir noch den Elephone-Slogan. Da keep expecting and be surprised. Auf der Rucksack-Seite haben wir noch grob ein paar Daten angegeben. Man sieht hier wirklich, dass es sich um das neue Version des P3000S handelt, sprich es hat 3 GB RAM und ja, gucken wir uns erstmal, was drin ist. So, als erstes haben wir das Handy. Hier ist nochmal hervorzuheben, was wirklich schön ist, dass es nochmal in eine eigene Luftblasentüte eingepackt ist. Auf jeden Fall gut für den Transportweg. Dann haben wir hier den EMI-Sticker, meine ich natürlich. Und hier haben wir das Handy selber und sieht genauso aus wie die vorigen P3000S Modelle. Habe ich allerdings noch keins in der Hand gehabt davor, deshalb kann ich da keinen Vergleich zu ziehen. Aber macht erstmal wirklich einen schönen Eindruck. Die Verarbeitung sieht erstmal wirklich schön aus. Hier auch passt, gefällt mir sehr gut vom Farblichen her mit diesem kleinen roten Ring um die Kamera herum. Und erstmal sehr leicht. Natürlich ist, glaube ich, der Akku drin, aber gefällt mir auf jeden Fall erstmal. Schauen wir, was wir weiteres da drin haben. Ja, hier befindet sich der Akku. Dieser hat angeblich, wenn ich es jetzt auf die Schnelle finde, 3150 mAh. Ob das wirklich stimmt, werden wir nochmal im richtigen Review besprechen. Dann haben wir hier einen Quick Start Guide, was einfach über den Android-Benutzung etwas erklärt. Dann haben wir hier wahrscheinlich das Ladekabel und so etwas, wenn ich es rausbekomme. Ja, da läuft es. Und ja, hier haben wir das USB-Daten- bzw. Ladekabel. Etwas optisch anders, als man es normalerweise gewohnt ist. Hier hat man ein größtenteils weißes Kabel mit kleinen grünen optischen Highlights, sowie noch ein USB-Logo hier drauf, als auch ein Elephone-Logo. Finde ich persönlich schön, aber natürlich nichts Besonderes. Und hier haben wir den USB-Ladegerät. Und dann haben wir zum Ende noch eine Display-Schutzfolie, die ich gerade nicht rausgekommen habe. Da läuft's. So, dann haben wir hier noch eine Display-Schutzfolie. Und ich glaube, hier ist noch keine aufgezogen. Sieht zumindest nicht so aus, aber kann mich auch irren. Werde ich später nochmal überprüfen. Und das war es auch in sich mit dem Unboxing-Video des neuen P3000S. Und insgesamt macht es wirklich einen sehr schönen Eindruck. Ich bin sehr gespannt darauf, wie sich das ganze Ding schlägt, weil für unter 200 Euro mit den MT6752er drin, 3 GB RAM, dem Fingerprint-Sensor hier und Full-HD-Display auf 5 Zoll machen wirklich Lust auf mehr. Welche kannst du mal testen und sobald ich das Review fertiggestellt habe, werde ich dies natürlich in der Videobeschreibung verlinken. So, ich hoffe, es hat euch gefallen und wie immer wünsche ich noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.